Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was kunst du denn? Das ist hier die Frage. Ich werde sie richten an meinen Gast, den ich heute eingeladen habe. Wieder natürlich ein Künstler und Antworten wird es innerhalb der nächsten 28 Minuten geben. Die schnellsten 28 Minuten hoffentlich, die es je im deutschen Fernsehen gegeben hat. Denn wir berichten heute quasi unter Zeitdruck, weil der kleine Nils ist im Anmarsch. Und sozusagen sind wir gar nicht mehr in dem Fernsehstudio hier, sondern fast schon im Kreissaal. Und kreisen tut hier nicht der Hammer, sondern die Bilder, die wir gleich zeigen werden, die beinhalten auch ab und zu mal eine Kreissäge. Also mit anderen Worten, es wird sehr, sehr urban. Denn unser Künstler hier, der malt teilweise Bilder, die gut in ein Ambiente passen, wo man sagen kann, naja, vielleicht in einer alten Fabrik könnte man eine Ausstellung machen. Und genau so läuft es auch tatsächlich. Er hat ausgestellt in einem Gebäude, das heißt Werkheim, ist hier in Hamburg. Dort habe ich ihn kennengelernt, ihn besucht. Und ich muss sagen, die Bilder, die er dort gezeigt hat, die passten wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Ja, man kann sagen, es ist ja heute Montagabend hier in Hamburg. Also der Mann ist auch montags Maler. Nils Peters haut perfekt, korrekt, exzellentes Bildmaterial heraus und das, obwohl er ganz und gar kein Bildhauer ist. Ich begrüße den Mann, der bei Hamburg lebt, in Hamburg arbeitet und in Hamburg ausstellt, den großen Nils, Nils Peters. Hallo. Hallo Cosmo. Nils, ich habe gesagt, in 28 Minuten die schnellste Sendung, die es je im deutschen Fernsehen gegeben hat. Wie ist das gemeint? Ja, es ist schon richtig. Meine Frau ist quasi schon in den Wehen. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Also ernsthaft jetzt? Ja. Wir rechnen sekündlich mit der Geburt? Es könnte jetzt eigentlich quasi in diesem losgehen. Moment. Es wird spannend. Ja, sag mal, wo wir über Zeit reden. Seit wann malst du? Ich male jetzt seit 6 Jahren, also seit ich 34 bin. Also bist du jetzt 40? Genau. Runder Geburtstag und das erste Kind? Das zweite Kind. Okay. Ich habe schon eine 6-jährige Tochter. Wie bist du zur Malerei gekommen? Ja, eigentlich hatte ich das gar nicht vor zu malen. Ich bin eigentlich zum Malen. Nee, das passiert ja nur nicht einfach so. Ja, fast. Also ich wollte eigentlich wollte ich meine Gedanken aufschreiben, die ich hatte. Aber dazu war ich nicht in der Lage. Und da meine Frau malte, habe ich dann versucht, eben meine Gedanken dann mal zu malen. Und das hat geklappt. Damit konnte ich mich ausdrücken. Also eigentlich back to the roots, zurück ins Kindesalter. Man kennt das eigentlich, man denkt erst in Bildern. Ja, lernt genau. Dann irgendwann das Schreiben in der Schule und verlernt eigentlich die Malerei. Bei dir der umgekehrte Weg. Ja, genau, so kann man das ungefähr sagen. Okay, und was passierte dann? Du hast gesagt, das gefällt mir, das soll so weitergehen, oder? Ja, bei mir ist da sozusagen so ein Schalter umgelegt worden. Mhm. Also ich wollte eigentlich über den Begriff Perfektionismus etwas aufschreiben. Das war etwas, was mich in meinem Leben sehr berührte. Was jetzt Perfektion ist, ab wann etwas perfekt ist. Und ich merkte, dass ich nicht in der Lage war, das aufzuschreiben. Und deswegen habe ich gemalt und da wurde so ein Schalter umgelegt. Und ich merkte, dass ich das, was ich nicht schreiben konnte, malen konnte. Also du malst perfekte Bilder? Ich versuche, die Nicht-Perfektion darzustellen und ich versuche, die Schönheit der Nicht-Perfektion darzustellen. Okay, dadurch urban. Ich habe vorhin gesagt, das erinnert alles ein bisschen an alte Fabrik. Ja. So, deine Bilder passen wunderbar in dieses Werkheim in Hamburg-Altona, wo die Ausstellung zurzeit ja noch läuft von dir. Ja. Ich glaube noch bis Ende Juni sogar. Mhm. Und dort habe ich es gesehen, die Leute, die da waren an dem Abend, die haben eigentlich alle gesagt, das ist, als ob die Bilder hier immer hängen und nicht nur für eine Ausstellung. Ja, ich mag gerne diese Verwitterungsprozesse, also die Einflüsse, die Natur und Zeit auf uns nehmen, auf uns Menschen, auf Gebäude und das, was damit passiert. Sind wir wieder bei 28 Minuten? Ja. Wir sind wieder bei dem Thema Zeit. Das zieht sich heute hier wie ein roter Faden genau. Durch die Sendung. Genau. Ja. Und du konntest dann von Anfang an das Ganze oder hast du Kurse belegt und hast das gelernt regelrecht? Nein, ich bin absoluter Autodidakt. Also ich habe keine Kurse belegt. Ich hatte mir ein Buch gekauft mal, die Techniken der Acrylmalerei, das habe ich aber ab Seite 10 weggelegt. Das hat mir nicht gefallen. Also ich habe angefangen, die Techniken selber mir zu erarbeiten und so wie ich mir vorgestellt habe, wie es nachher im Bild aussehen sollte, so musste das dann sein. Und ich habe da unterschiedlichste Materialien, die ich da einarbeite und macht das einfach so nach Gefühl. Ich habe gesagt, wir sind hier fast im Kreissaal, wegen der Kreissäge in deinen Bildern natürlich auch.
Und da sind keine Sägeblätter drin. Ne? Es gibt tatsächlich ein Bild, wo ich ein Sägeblatt drin verarbeitet habe. Also wirklich ein echtes Sägeblatt? Ja, es gibt wirklich ein Bild von mir, wo ich wirklich ein Sägeblatt mal drin verarbeitet habe. Okay. Aber ich arbeite eigentlich kein Metall mit ein. Ich bearbeite lieber Papier und Pappe so, als würde es aussehen wie Metall, wie verrostetes Metall. Wollen wir uns deine Bilder mal aus der Nähe angucken? Ja, gerne. Okay, gehen wir mal hin. Also dies ist das Bild Harlekin-Kontur und es handelt davon, dass die Ansprüche, die an einen gesetzt werden und angelegt werden, man eventuell nicht immer befolgen kann oder dass man daran selber so ein bisschen zerbricht. Man sieht zum Beispiel, dass der Harlekin selber blass ist, aber das Umfeld ist halt bunt. Und diese Struktur oder dieser Harlekin selber hat schon sehr viele Verbrauchsspuren. Man sieht richtig hier diese Oxidationsstreifen. Und naja, er ist halt gezwungen oder angehalten worden, immer lustig zu sein und fröhlich zu sein. Aber man sieht es, er ist es nicht mehr. Diese Streifen sind aber entstanden durch Malerei. Das ist jetzt kein verwittertes Metall oder irgendwas in der Art, das da runterrostet? Nein. Nee, genau. Also ich male hier unterschiedliche Sachen. Das ist schon gewollt, das ist bewusst so gemalt, dass das eben dann so runterläuft. Okay, und da sieht man dann auch, sowas passt dann tatsächlich in so eine Fabrik. Ja. In die Atmosphäre. Ja. Ich finde das auch ganz passend hier eigentlich zu dem Studio. Es sieht ja auch ein bisschen urban aus. Mhm. Ist natürlich so gewollt von uns. Aber da sieht man, man kann sich das gut vorstellen, wie die Bilder dort hineinpassen. Mhm. Also auch für Zuschauer, die möglicherweise sagen, ach, so ein Bild passt bei mir ins Wohnzimmer. Mhm. Ja, also wenn es halt ein urbaner Schick ist zu Hause, dann sehr empfehlenswert. Mhm. Okay. Wir haben noch mehr Bilder, da können wir ja auch noch mal gleich drauf gucken. In diesem Bild geht es viel um Kommunikation. Hier habe ich sozusagen zwei Personen dargestellt. Das heißt, die rechte Person versucht, einen Dialog mit der linken Person aufzubauen, aber die linke Person blockt das ab, sodass das Gesprochene nicht aufgenommen wird, sondern reflektiert. Und deswegen heißt das Bild auch Echo. Und in der Mitte ist sozusagen das Gesprochene. Da ist hier auch wieder so gewisse Strukturen drin. Das sieht aus wie ein Metallgitter aus der Nähe betrachtet. Das ist auch Pappe. Ah ja. Also ist tatsächlich Metall, irgendwas drin, Material. Ja, genau. Also hier ist selber kein Metall drin. Das ganze Bild besteht nur aus Pappe. Mhm. Pappe, Papier, Leintücher, was ich da einarbeite. Aber eben kein Metall. Okay. Aber dadurch kriegst du auch hier dann diese Verwerfungen. Ne? Genau. Sehr interessant gemacht. Okay. Ein Bild weiter. Ja. Ja, dies Bild heißt Schwansee und das geht so ein bisschen um das Yin und Yang einer Persönlichkeit. So das Gute, das Böse. Die Inspiration kam tatsächlich durch den Film Black Swan, wo eben die Tänzerin an der eigenen Perfektion gestorben ist, zugrunde gegangen ist. Perfektion ist ein schönes Stichwort. Das ist immer wieder etwas, was ich in deinen Bildern, aber auch in deinem ganzen Leben widerspiegelt. Du hast mir da eine schöne Geschichte in der Vorbereitung erzählt. Ja, genau. Es ging um die Hochzeitszeitung, glaube ich, deines Bruders. Ja, unter anderem. Also es war die Hochzeitszeitung meines Bruders, wo ich versuchte, wirklich einen perfekten Text zu schreiben und einen Copy-C, Copy-V-Fehler gemacht hatte. Habe das nicht bemerkt und dann habe ich sie drucken lassen, da war es natürlich zu spät. Und, Wobei, bei dem Copy, da gibt es noch eine andere Geschichte, deine Doktorarbeit? Ja, da war das ein Rechtschreib, also da war es ein Rechtschreib, da war ein Satz, der nicht richtig zu Ende ging. Also da habe ich nichts eingepastet. Das ist sozusagen der Beweis, dass du deine Arbeit tatsächlich selber geschrieben hast, passiert heutzutage nicht mehr so häufig. Doch, die haben auch selber geschrieben, das stimmt. Also irgendwann müssen ja auch die ursprünglich geschriebenen Arbeiten herkommen. Ja. Also irgendjemand muss das ja mal machen und du gehörst dann also zu der Spezies, die das tatsächlich tut. Ja, ich habe das noch selber geschrieben. Ich nehme an, du bist auch nicht politisch aktiv. Nein, bin ich überhaupt nicht. Aber da war das auch so, dass ich, als die Arbeit dann fertig war, ich auch auf der Seite 4 oder 5 einen Satz fand, der nicht richtig endete. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und bin also wirklich fast verzweifelt auch an dem Maß an Perfektion, was ich an mich selber gestellt habe. Und habe da dann eben daraus gelernt und gemerkt, dass eben teilweise im Leben auch ein Maß an Unperfektion wirklich, wirklich gut ist. Also dass Perfektion auch sehr zerstörerisch sein kann. Ja, das geht mir eigentlich auch immer so hier beim Fernsehen. Wir haben ja solche Karten, auf denen dann unsere Texte teilweise natürlich vorformuliert sind und uns auch ein bisschen weiterhelfen sollen. Aber sie dann rein abzulesen, da komme ich eigentlich eher ins Stolpern. Ich bin also nicht der klassische Nachrichtenvorlesende, sondern eher so der talkt im Gespräch. Das macht mir viel mehr Spaß, weil ich bin dann auch der Meinung, da perfekter zu sein. Also wir sind uns da durchaus ähnlich.
Und es findet sich eigentlich durch, in deinem ganzen Leben, nicht? Also bei der Hochzeitszeitung deines Bruders, was so mehr so eine Privatveranstaltung ist, über deine Arbeit, aber auch dein Beruf, ja? Ja, mir ist das mit der Nicht-Perfektion oder mit der Perfektion in ganz vielen Facetten nachher aufgefallen. Also in der Musik, in dem Beruf, dass man, wenn man, ja, schon versucht natürlich gute Arbeit zu machen. Also ich bin ja kein Freund davon, des Gegenteils der Perfektion. Aber ich denke schon, dass es eben ab und an einfach Situationen gibt, wo es kontraproduktiv ist und wo man eben auch die Einflüsse von außen und die Nicht-Perfektion akzeptieren sollte. Die Schönheit der Nicht-Perfektion, dass man eben sieht, dass wenn ein Kratzer im Lack ist oder wenn der Körper nicht ganz perfekt ist, das ist ja Individualität. Und so sind wir ja eben auch alle gebaut. Ja, ganz so trainiert bist du ja noch. Ja. Ja, wie ist es denn bei dir im Atelier? Wie sieht es da aus? Ist das alles ganz, ganz klinisch aufgeräumt oder kreatives Chaos? Nee, richtig aufgeräumt ist es nicht. Es ist eher ein kreatives Chaos. Und du tauschst dich mit anderen Künstlern aus? Ja, sehr viel. Also das ist wichtig. Also ich habe einen sehr, sehr intensiven Dialog mit Reinhard Stammer beispielsweise. Ein guter Freund und ein sehr guter Künstler. Wir malen zusammen, wir sprechen viel zusammen. Der Gast sein wird in unserer August-Sendung. Ich kann das schon mal ankündigen. Aber auch mit dem Zeichner Y tausche ich mich aus. Und das ist ganz wichtig. Also das gibt ganz neue Perspektiven. Und es öffnen sich immer Räume, in denen dann viele weitere Türen sind, durch die man dann gehen kann. Und das ist ganz wichtig. Was sich auch direkt in deiner Arbeit wiederfindet in der Zukunft? Ja, auch. Also du bist nicht festgelegt. Du sagst nicht, ich mache meinen Stream und ich tausche mich zwar aus, aber was interessiert mich andere? Es fließt mit ein und man könnte, wenn man jetzt dein gesamtes Lebenswerk sozusagen verfolgt, auch diese Einflüsse wahrnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also die Einflüsse, die von außen kommen, ob jetzt durch Gespräche oder durch das, was ich selber erlebt habe, das schlägt sich auch in den Bildern nieder. Also ganz auf jeden Fall. Mhm. Nun ist das ja mit der Malerei für dich ein Hobby. Mhm. Also Hinweis an unsere Zuschauer, wir haben natürlich hier dann die Möglichkeit, Leute vorzustellen, die künstlerisch tätig sind, aber eben auch das nicht unbedingt beruflich machen müssen. Wir haben viele, die tun nichts anderes mehr oder haben das auch studiert teilweise. Aber wir haben hier auch sehr gerne Ihre Bewerbungen unter cosmo@cosmodumont.com. Könnt ihr euch bewerben und dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch mal wie unser Freund Nils Peters aufzutreten. Nils, wir haben noch ein weiteres Bild hier hängen. Ja. Das können wir uns auch noch mal anschauen, bevor wir uns wieder hinsetzen. Das Bild trägt den Namen Gigant und das die Idee dazu kam, dass in der griechischen Mythologie die Göttermutter Gaia vier Giganten geschaffen hat. Und das ist jetzt ein fünfter Gigant. Der steht eben so, wie er ist, da. Und das ist auch gut so. Das heißt, mit allen Fehlern, mit allen Makeln, die er hat, ist er selbstbewusst da und hat eben auch seine Größe. Vorhin hast du gesagt, die Schreiberei, also du wolltest eigentlich was aufschreiben, bist dann aber eigentlich zum Malen übergegangen, weil du es nicht formulieren konntest. Ja. Mir fällt jetzt in deinen Bildern auf, dass doch immer mal wieder auch das geschriebene Wort zu finden ist. Ja, das stimmt. Was will uns der Künstler damit sagen? Ich mag das gerne mit der Typografie. Ich finde es hübsch. Also viele Leute sagen, dass Typografie so eine Art Effekthascherei ist. Ich empfinde das nicht so. Also ich finde, dass Typografie schöne Elemente haben kann. Und ich mag das einfach gerne. Ich nehme auch bestimmte Aussagen mit rein, dass er zum Beispiel sagt, hier, so wie ich bin, ist es gut. Und das sind Sätze, die ich da mit einarbeite. Du musst ja jetzt mal gucken, also kann man das erkennen, ja. Also er sagt, der Einzige hier, der weiß, wer ich bin, bin ich. Und okay. Das ist dann eben okay. Sozusagen. Ja. Ja, man muss es auf sich wirken lassen, man muss da ein bisschen, Zeit verstreichen lassen. Sind wir wieder bei der Zeit? Wir haben ja heute keine Zeit, 28 Minuten in kürzester Zeit. Das ist natürlich ein hektisches Thema. Ganz offenbar noch kein Anruf aus dem Kreißsaal. Nein, noch nicht. Das ist noch alles. Okay, setzen wir uns wieder hin, können wir entspannt und bequem weiter talken. Verändert sich denn deine Kunst mit der Zeit oder auch so mit der Verfassung, in der du dich befindest? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es schon, in Phasen, wo der berufliche Stress stärker war, male ich anders als in Phasen, wo ich entspannt bin. Das merkt man schon deutlich. Also von, was die Farben angeht, was die Motive angeht. Und malst du in diesem Augenblick? Also ich meine, in den Tagen jetzt so kurz vor der Vaterwerdung? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so entspannt, wie ich noch vor ein paar Wochen war. Aber ich habe auch vor 2 Tagen habe ich noch gemalt. Hm? Das befreit auch. Also malen kann ich eigentlich fast immer. Wie sehen die Bilder dann jetzt aus in der Situation?
experimentell. Heißt? Also ich benutze sehr viel Farben. Ich benutze sehr viel Farben jetzt, also mehr Farben als sonst. Male bunter und male weniger konstruiert. Das heißt, was ich sonst in meinem Kopf habe, ich habe die Bilder eigentlich fast immer schon vorher fertig im Kopf. Tatsächlich. Also es entsteht nicht sozusagen erst, es ist geplant. Ja. Geplantes, strukturiertes Arbeiten. Ja, genau. Also meistens höre ich irgendwelche Wörter. Und wenn ich Wörter höre, dann entstehen, ich weiß nicht, was in meinen Synapsen dann passiert, das kann ich nicht erklären, aber ich habe dann Bilder vor Augen und das skizziere ich dann und dann übertrage ich das dann nachher später. Und dann sagt dir deine innere Stimme, dem muss ich nachgehen? Genau, so ungefähr ist das. Also das ist irgendwas, was ich rauslassen will. Ja, ganz genau. Und deine Frau, die sitzt dann dabei und nimmt teil oder malt sie auch? Nein. Sie hat früher gemalt und insofern konnte ich dann auch sozusagen ihre Staffelei und die Leinwand benutzen, als ich dann nicht fähig war, das aufzuschreiben. Also sie hat früher gemalt, bedeutet inzwischen nicht mehr. Nee, sie macht mehr so Grafikdesign am Rechner. Sie ist Artdirektorin. Genau. Also schon in diesem Bereich unterwegs. Ja, ja. Du bist aber nicht beruflich in dem Feld, du machst ganz was anderes? Ja, ich bin eigentlich Wissenschaftler, ich arbeite in der dermatologischen Forschung. Oha, was erforschst du? Wirkstoffe auf die Haut in der Kosmetik. Gut, da kann man sich darüber streiten, wie wirken denn die Farben, ne? Einige sind aggressiv auf die Haut. Ja, ich hoffe, die Farben... Wie steht's mit Lösungsmitteln? Ja, da muss man schon aufpassen. Also ich könnte vielleicht noch vorsichtiger sein, aber eigentlich sind die Farben nicht gefährlich. Okay, also mit anderen Worten, du arbeitest nicht mit Mundschutz? Nein, nein. Okay. Also wenn man mit Pigmenten arbeitet, was ich früher öfter gemacht habe, dann empfiehlt sich ein Mundschutz, weil es doch sehr, sehr feinstaubig ist und so. Mhm. Wenn man das viel macht, dann ist das schon angebracht. Aber ich arbeite so selten jetzt mit Pigmenten, benutze ich nicht. Aber die Materialien sind ja vielschichtig, ne? Also das sind Strukturmaterialien teilweise. Ja. Ist es immer Acrylfarbe oder gibt es auch da ein Mischmasch, Ölfarben und alles, was der Markt so hergibt, oder bist du festgelegt? Also ich male eigentlich hauptsächlich mit Acryl. Ich habe neulich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, mit Öl zu malen. Das war auch toll. Aber ich benutze eigentlich alle möglichen Materialien. Ich bin so Resteverwerter. Papiere, Leinen, was ich habe, Pappe, Wellpappe, alte Jute-Taschen. Das ist eigentlich egal, was ich da habe. Ich habe so ein Fach, wo ich alle möglichen Materialien sammle. Was bei mir irgendwie wichtig ist, die Materialien dürfen nicht kalt sein. Also keine Kunststoffe. Damit kann ich nicht arbeiten. Es muss schon immer alles Pappe, Papier oder so holzig sein. Mhm. Und an Farben, also ich male mit Acrylfarben, aber ich benutze auch manchmal Rotwein oder grünen Tee, das ist egal. Wenn die Effekte gut sind, die Substanzen haben, dann gehe ich da auch mal andere Wege. Und trinkst du Rotwein während der Malerei? Das habe ich früher gemacht, ja. Jetzt mittlerweile trinke ich nur noch Ingwertee. Dann ist mal irgendwann ein Glas umgefallen und dann war der Fleck drauf. Das ist wirklich so, dass ich das erste Mal, als ich mit Rotwein gemalt hatte, da hatte ich ein Glas und habe versehentlich den Pinsel reingesteckt und habe gedacht, oh Gott, das kann ich jetzt ja nicht mehr trinken. Und dann habe ich das eben probiert und Rotwein wird schön blau mit der Zeit. Man kann damit ja große Erfolge haben. Also wir sind ja in Hamburg und in Hamburg gibt es den Udo Lindenberg, eigentlich als Sänger bekannt. Aber er malt eben auch sehr, sehr, sehr erfolgreich und er hat sich patentieren lassen, die Likörelle. Ja, genau. Das heißt, er malt mit Likörfarben und eigenes Patent. Das heißt, da ist schon ganz, ganz viel Substanz und die Bilder hängen überall in den Galerien und werden klasse verkauft. Ja, also stimmt. Von daher auch eine Möglichkeit, so kann man es machen. Im Prinzip bist du mit dem Wein da gar nicht so weit entfernt. Und je nach Hanglage und Jahrgang bestimmen sich dann wahrscheinlich die Preise deiner Bilder. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Die Frage ist, kann man den Wein wieder recyceln? Ich würde ihn nicht mehr benutzen. Also man hört ja, auf den Vernissagen werden nicht mehr die besten Weine ausgeschenkt. Da kann es natürlich schon mal passieren, dass der eine oder andere am Bild leckt. Ja. Mal gucken, ob einer an meinen Bildern leckt. Ja, mal gucken, ja. Ja gut, ich meine, wenn er dann getrocknet ist, wird er vielleicht porös und bröckelt ab oder so. Ja, ich glaube, er schmeckt auch nicht mehr so gut dann. Ja, kann man ja wieder einweichen. Holz sich im Abgang wahrscheinlich. Ja, je nachdem, wenn es auf Holz ist. Ne? Ja. Ja, kyrillische Schriftzeichen habe ich in deinen Bildern entdeckt. Ja. Bezug zu Russland? Deine Frau ist Russin? Nein, meine Frau ist nicht Russin und ich habe auch so direkt eigentlich keinen Bezug zu Russland. Ich bin 1972 geboren, das heißt in der Zeit des Kalten Krieges. Und ich fand eigentlich während meiner Kindheit und während meiner Jugend die UdSSR immer interessant.
Also ich bin nicht vom Politischen her, ich bin kein Kommunist und war auch kein Freund des Regimes, aber ich fand das immer sehr mysteriös. Und auch nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, wie sich das alles wieder verändert hat und jetzt, wo viele Gebäude so zerfallen, ich finde das ja sehr spannend einfach und sehr interessant. Und es gibt auch sehr viel Design aus Russland, was ich sehr gerne mag, was hier eigentlich kaum bekannt ist. Und insofern, ich finde auch die kyrillische Schrift unglaublich schön, deswegen benutze ich da gerne die Buchstaben. Mhm. Stellst du selber in Russland aus? Nein, habe ich noch nicht. Aber du würdest gerne? Das würde ich gerne mal, ja. Du hast aber keinen Bezug dahin? Also du warst noch nicht da oder hast auch keine Künstler aus der Region? Ich war leider noch nicht da. Ich habe jetzt über Facebook ein, zwei Bekannte da, mit denen man sich so ein bisschen austauscht. Das fängt jetzt gerade an. Aber diese sozialen Netzwerke sind ja eine tolle Sache für Künstler, weil darüber können sie sich eigentlich wirklich weltweit problemlos austauschen. Und es bauen sich ganz neue Strukturen auf, was früher gar nicht so möglich gewesen wäre. Schlussendlich kann man natürlich auch ganz schnell ein Foto um die Welt schicken und muss nicht mehr damit zur Post und warten und hoffen, dass es irgendwann da mal ankommt. Ja. Das geht ja heute in Bruchteilen einer Sekunde. Eigentlich hat man die ganze Welt erreicht. Und ich denke, dass da ganz, ganz viel Neuerungen auf dem Kunstmarkt auch passieren. Und soweit ist natürlich auch so der Austausch über die Grenzen hinweg, um die ganze Welt eigentlich ganz, ganz prima. Ja, das stimmt. Also es ist enorm, was man da für Bekanntschaften macht, was man für neue Einflüsse bekommt, was man an Kunst sieht und eben auch der Austausch unter den Künstlern. Das ist enorm gut. Wie verkaufst du denn deine Bilder? Hast du eine Galerie in Deutschland oder überhaupt? Bist du vom Galeristen vertreten oder wie geht das bei dir? Ich bin seit 1. April, vertritt mich die Igel-Galerie in Berlin. Mhm. Und ansonsten verkaufe ich eben auf Ausstellungen oder... Die du selber organisierst? Ja, teilweise organisiere ich eigentlich alle selber, ja. Also die Ausstellung, die jetzt im Moment läuft, da wo wir uns kennengelernt haben. Genau, da waren wir auch aktiv. Im Werkheim, das war ja mit einer anderen Künstlerin zusammen. Genau, das war mit der Birgit Dierker zusammen. Mhm. Und das haben wir dann, also der Kontakt kam da zu dem Veranstalter und dann haben wir das eben organisiert. Mhm. Der Veranstalter hat euch, glaube ich, angesprochen, hat das an dem Abend erzählt, genau, in der Einführung. Genau, genau. Und hat gesagt, wollt ihr nicht mal bei mir ausstellen? Und als du die Location gesehen hast? Ja, das war fantastisch. Da warst du begeistert und gesagt, da passen natürlich meine Bilder das war rein. Großartig, ich habe es erzählt. Und genau so war es dann und die Leute waren dann ja auch entsprechend begeistert. Mhm. Das alles organisierst du neben deinem Job dann tatsächlich selber? Ja, also was ich abends oder früher habe ich abends halt oft Fernsehen geguckt und das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr oder nur noch sehr, sehr wenig und jetzt nutze ich die Zeit eben für die Kunst. Also, lohnt sich für unsere Zuschauer nach Hamburg-Altona zu fahren ins Werkheim, um das dort mal zu sehen. Es gibt auch eine kleine Gastronomie dabei, also man kann dann da auch gleich nochmal ein Käffchen trinken oder was essen. Und es gibt eine zweite Ausstellung jetzt im Juni, meine ich. Mhm. 8. 9. Juni im Kulturhaus Eppendorf. Das ist dieses alte Krankenhaus, das Bethanien-Krankenhaus. Da stelle ich auch aus, mit vielen anderen Künstlern zusammen. Mit vielen anderen. Mhm. Also im Grunde genommen ein ganz schöner Eindruck auch für den Betrachter, der sagt, da fahre ich mal hin. Der sieht da nicht nur dich, sondern sieht eben auch viele andere. Mhm. Man hat also so die Möglichkeit, doch auch zu vergleichen und sich dann auch Meinungen zu bilden, was einen anspricht, wenn man dann sagt, ich möchte sowas nach Hause holen, wohne aber nicht im Loft. Man muss ja dazu sagen, deine Bilder sind ja eigentlich auch nicht nur für den urbanen Wohnort gedacht, sondern im Prinzip passen die ja tatsächlich überall rein. Also ich kann mir das wunderbar vorstellen, auch in modernen Gebäude, genauso wie in einer alten Villa. Mhm. Es sind eigentlich Bilder, die tatsächlich wohlfühlen. Also man sitzt jetzt hier im Studio und es ist sehr, sehr angenehm. Nicht nur, weil du ein netter Typ bist, sondern auch, weil es einfach wunderschön ist hier in dieser Umgebung. Ich blicke ja in deine Richtung. Hinter dir hängen Bilder, die sehe ich natürlich. Man fühlt sich wohl. Das ist ein toller, Dankeschön, das freut mich. Toller Charakter eigentlich, der darüber kommt. Ein Wohlfühlgefühl. Was empfindest du, wenn du malst? Ach, eigentlich Freude. Ich bin eigentlich immer glücklich, wenn ich male. Das ist, gab eigentlich erst ein Bild, was mich wirklich traurig gemacht hat, während ich gemalt hatte. Da hatte ich versucht, die Seele, ich hatte den Fänger im Rocken gelesen von Salinger und wollte so ein bisschen die Seele von dem Hauptdarsteller, dem Holden Caulfield, malen. Und das hat mich tatsächlich traurig gemacht. Aber das war auch eine einzige Ausnahme. Also ansonsten bin ich glücklich, wenn ich male. Das ist immer sehr emotional. Aber eigentlich bin ich immer fröhlich. Das sind immer schöne Augenblicke. Aber ich genieße das sehr. Du bist ja auch Perfektionist, haben wir gelernt. Und ich kann mir vorstellen, nicht alles gelingt dir sofort. Ja,
das ist ja das Interessante. Ich habe ja gelernt, diesen Nicht-Perfektionismus zu akzeptieren für mein Leben. Das war sozusagen die Lehre, die ich damals aus der Hochzeitszeitung gezogen habe. Dass ich gemerkt habe, okay, so ist es denn jetzt eben. Und das hat sich auf meine Malerei eben auch abgefärbt. Also das sind viele Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Bilder sehe, dann habe ich das schon so im Kopf und ich male das dann so. Und wenn dann Effekte passieren, die ich eigentlich gar nicht so gewollt hatte, aber die gut sind, dann ist das toll, dann ist das klasse. Wenn sie gut sind, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das eine oder andere ganz furchtbar in die Hose geht. Ja, das passiert. Und du sagst, um Gottes Willen, nee, das will ich so, dann mache ich es wieder weg. Ja, also, geht das? Ja, das geht. Also ich habe immer einen Wassersprüher dabei und wenn ich was male und das sieht wirklich schlimm aus, dann sprühe ich das wieder ab. Oder wenn das nicht geht, male ich es halt wieder über. Das ist also möglich. Es geht ja nicht so weit, dass du sagst, ich lasse es jetzt einfach fließen, ich lasse es einfach laufen. So what? Nee, also da bin ich schon kritisch, das muss schon gut aussehen. Und das ist auch wirklich schwer. Also da ist auch der Austausch dann immer wichtig so und zu gucken, ob das jetzt so wirklich, wirklich stimmig ist. Hast du ein Ziel, das du jetzt künstlerisch auch in einer bestimmten Zeit erreichen willst? Ach, eigentlich nicht. Ich lasse es eigentlich so ein bisschen laufen und plätschern. Und ich bin eigentlich gespannt, was sich da tut in der Zukunft, wie sich das entwickelt. Und das ist auch das Spannende. Also ich habe jetzt kein Ziel, dass ich sage, ich muss jetzt bis 2015 in so und so viele Galerien vertreten sein. Das habe ich nicht. Ich achte einfach mal drauf, was passiert und bin gespannt. Also wirtschaftlich ist da kein Ziel, denn im Prinzip ist es ja sozusagen Taschengeld, dass du dir damit verdienst, weil der Hauptberuf ist halt ein anderer. Ja. Ich nehme an, dass deine Bilder auch nicht ganz günstig sind, also Taschengeld in Anführungsstrichen, aber du musst nicht davon leben. Also es ist nicht dieser existenzielle Druck da, dass du sagst, naja, also es gibt nichts zu beißen, es gibt keine Miete, wenn ich nicht noch schnell drei Bilder verkaufe. Das stimmt. Das ist völlig egal in deinem Fall, das ist eigentlich definitives Hobby und das Schöne, im Gegensatz zu anderen Hobbys, damit machst du kein Geld platt, sondern du schaffst eigentlich Werte. Ja, das stimmt. Das empfinde ich auch als positiv. Ja. Also ich hoffe zwar schon oder bin schon gespannt, ob ich irgendwann mal von der Kunst werde leben können. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Aber würdest du es machen wollen? Also tatsächlich aus dem doch sicheren Forschungsbereich. Ich nehme an, du hast da eine feste, notdotierte Anstellung. Mhm. Ach, man, ja, wie gesagt, ich müsste mal gucken. Also momentan macht mir mein Job in der Forschung sehr viel Spaß. Ja. Ich genieße das sehr. Aber wenn sich das mal umdreht irgendwann, also ich bin dafür alles offen. Mal gucken. Naja, du hast ja eine hohe Verantwortung, du hast jetzt Familie, musst Kinder ernähren, genau. Zwei Stück an der Zahl. Ja. Wie alt war deine ältere Tochter? Sechs. Sechs Jahre. Jahre, naja gut, da ist der Kleine jetzt ein Nachzügler, kann man sagen. Ja, ein bisschen, ja, stimmt. Ja, naja, also wird es denn den kleinen Nils nun wirklich geben? Ich habe ja anfangs eigentlich gesagt im Scherz, der kleine Nils ist da. Noch nicht, der kommt aber bald. Ist natürlich jetzt die Frage, wie wird das Kind heißen? Also wir sind momentan noch bei Hannes. Also Hannes Peters, so in ungefähr 18 Jahren können Sie dann wieder einschalten und unsere Sendung sehen. Der kleine Hannes ist da und zeigt, was er dann kann, wenn er dann das Maltalent vom Vater geerbt hat oder vielleicht das grafische Talent von der Mama. Alles Liebe an deine Frau. Toi, toi, toi. Dankeschön. Für die Geburt des Kindes. Also man kann natürlich sagen, der Cosmo hat gelogen, nicht? Also der kleine Nils war nicht da, ist auch während der Sendung nicht gekommen. Also schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt, was lügst du? Ja, okay, das war jetzt natürlich auch wieder gelogen. Die Sendung heißt natürlich, was Kunst du? Und alle sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und mitzumachen. Diese Sendung ist nun gleich zu Ende. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Oliver Pocher. Ansonsten mein Name ist Cosmo Dumont. Schalten Sie wieder ein. Nächsten Monat sind wir wieder auf Sendung.